1600 frisch gestimmte Orgelpfeifen sorgen in der Oleweger St. Anna-Kirche bald für einen ganz neuen, feierlichen Klang. Großes Engagement und viel ehrenamtliche Arbeit waren nötig, um den finanziellen Kraftakt der Orgelrenovierung und Erweiterung zu stemmen. Dringend notwendig war dieser Schritt seit langem. Hat jetzt im Laufe der Jahre seit 1968 also auch sehr gelitten. Ne? Weil es ist im Grunde genommen, das ist für eine Orgel wichtig, genau wie für ein Auto auch, hätte man eine Inspektion gemacht, wären die Dinge, die halt eben zu machen gewesen wären, auch immer wieder gemacht worden. Das heißt, sie wären nicht so marode gewesen. Durch die zu enge Bauweise hat sich der Zustand der Orgel immer weiter verschlechtert. Jetzt wurden die Pfeifen auf zwei Gehäuse aufgeteilt, sodass ausreichend Platz für die Wartung ist. Organist Bernhard Schleimer ist sich sicher, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Mal ganz wichtig zunächst einmal ist, dass alle Teile in dieser Orgel jetzt funktionieren. Das war ja vorher schon eine sehr störanfällige Geschichte. Und man konnte also von Sonntag zu Sonntag nicht sicher sein, ob alle Dinge, die in der Orgel möglich waren, auch tatsächlich so funktionieren. 120.000 Euro haben die Arbeiten gekostet. Die gesamte Summe konnte der Orgelbauverein Olewig durch Spendenaktionen, Veranstaltungen und Mitgliedsbeiträge zusammentragen. Am 22. Mai wird die neue Orgel mit einem großen Festakt eingeweiht.